Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Watched. Bevor nächste Woche mit Dune 2 die Blockbuster-Saison hoffentlich positiv eingeläutet wird, habe ich mir gedacht, wir reden heute nochmal über ein paar kleine Sachen, die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt. Davon gibt es ein paar, die richtig stark sind. Unter anderem einer der besten Filme des Jahres und ich meine nicht Poor Things, aber auch eine Serie, die gerade voll im Hype ist, mit der ich leider nur gar nichts anfange. Dazu kommen wir jetzt. Vorher möchte ich euch ganz kurz auf meinen heutigen Sponsor verweisen. So, einen schönen Filmabend machen mit einem tollen Film auf Netflix. Was gucke ich denn? Was mit Monstern? Das klingt ja super interessant. Hey, aber. Hey, der hat da Chabum und der Gurt. Amuna Chabum deji. Hey, maschgetta. Oh nein, das ist auf Koreanisch. Oh, da muss ich das jetzt mit Untertiteln gucken. Gibt's da keine andere Lösung für? Aber da gibt's doch was, was dir helfen kann. Ja, was denn? Na, Rosetta Stone. Rosetta Stone? Was ist das denn? Ja, Rosetta Stone ist eines der bekanntesten und größten Sprachlernprogramme der Welt. Das Besondere an Rosetta Stone ist, dass ihr da nicht einfach nur stur Vokabeln auswendig lernt, sondern ihr lernt die Sprache dort, indem ihr sie benutzt und indem ihr sie sprecht. Bei Rosetta Stone gibt es mittlerweile 25 Sprachen, ob Griechisch oder Spanisch oder Chinesisch oder Koreanisch, wie in meinem Fall, damit ich solche Filme nämlich künftig gucken kann, ohne vielleicht eine Sprachbarriere zu haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal eine ganz leichte Lektion für Anfänger. 안녕하세요. 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 남자아이. 남자아이. Ja, ihr seht, da muss noch ein bisschen Übung reinfließen. Rosetta Stone hat nämlich eine schöne Lernsoftware, die auch auf die Aussprache achtet. Das Gute ist aber, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt, für Anfänger zum Beispiel oder Fortgeschrittene. Natürlich funktioniert Rosetta Stone über die üblichen Abo-Modelle, aber ihr könnt auch das Lifetime-Abonnement abschließen. Falls ihr richtig tief eintauchen möchtet und vielleicht sogar alle 25 Sprachen nacheinander lernen möchtet, dann bietet sich dieses Abo auf Lebenszeit für euch an. Und das Beste ist, wenn ihr meinem Link folgt, unten in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar, dann bekommt ihr sogar noch fast 50% Rabatt auf die Angebote. Und das heißt sparen und lernen bei Behind. Wer hätte das gedacht, dass das mal geht? Aang, du musst dir Kontrolle über den Avatar-Zustand verschaffen. Er ist die ultimative Waffe. Er kann dir sogar dein Leben retten. Vergangenes Jahr hat Netflix mit One Piece ja eine Serie rausgebracht, die sogar mich als jemanden, der die Originalserie nicht kannte, überzeugt hat. Und dementsprechend bin ich an The Last Airbender oder Avatar, Herr der Elemente, die Realversion von Netflix, relativ entspannt rangegangen. Auch hier muss ich aber wie bei One Piece sagen, ich kenne die Vorlage nicht. Ist, glaube ich, so die Zeit gewesen, da bin ich aus den RTL 2 Nachmittagsserien schon raus gewesen. Ich weiß aber, dass Avatar sehr beliebt ist. Und dann habe ich in den letzten Tagen mal geschaut, was sagen so Leute, die sich auskennen mit der Serie und habe gesehen, dass die Kritiken tatsächlich überwiegend positiv sind von Fans. Was mich leider in so eine schwierige Situation gebracht hat, denn ich muss sagen, ich fand die Serie gar nicht gut. Mit mir hat das überhaupt nichts gemacht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass man wahrscheinlich mit diesem Fanblick und dem Wissen, was Avatar eigentlich für Potenzial hat, dass ich diese Serie vielleicht noch mal ein bisschen anders gucke. Mir ist es leider nicht gelungen und das liegt gleich an mehreren Dingen. Da ist auf der einen Seite das Drehbuch. Ich muss gestehen, für mich fühlte sich das über große Teile wie so eine spanische Telenovela an. Ganz viele Türen gehen auf, dann kommt immer irgendjemand rein in die Szenerie. Also ganz viele Szenen fangen so an, dass irgendjemand dasteht, der nächste kommt dazu und dann reden die ganz lange. Und worüber sie reden, ist meistens Exposition. Es wird sehr, sehr viel aufgesagt. Das gehört natürlich zum Worldbuilding dazu. Aber für mich ist Worldbuilding immer sehr viel effektiver, wenn ich es selbst erfüllen darf, wenn ich selbst in diese Welt eintauchen kann und mir auch ein paar Sachen selber erschließen kann. Und weil wirklich sehr, sehr lange eigentlich nicht viel mehr erzählt wird als der Status quo oder was mal in der Vergangenheit gewesen ist und wenig passiert, was die Weichen für eine Zukunft stellen könnte, habe ich immer nach diesem Catch gesucht, also diesem Moment, wo ich dachte, oh, jetzt hat mich die Serie am Haken, da ist irgendwie eine Storyline, der ich folgen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur im Drehbuch liegt oder an den Figuren, denn auch die wirkten für mich leider größtenteils austauschbar. Ich habe im Internet von Fans gelesen, dass einige Figuren wie Sokka zum Beispiel stark verändert wurden. Der ist wohl in der Serie sehr viel lustiger, sehr viel tollpatschiger, aber auch sexistischer. Das ist komplett umgewandelt worden für die Netflix-Serie. Ich persönlich, als jemand, der diese Fanbriefe
Brille nicht hat, gucke da aber dann jetzt drauf und ärgere mich nicht über die Änderungen, sondern frage mich nur, warum ist dieser Charakter eigentlich mal so beliebt gewesen? Weil aus dieser Serie kann ich das nicht so richtig entnehmen. Man muss auch einen Blick auf die Darstellerleistungen werfen. Und da muss ich sagen, bin ich regelrecht schockiert, dass es Leute gibt, die sagen, da kann ich mich aber mit den Figuren relativ gut identifizieren, weil ich nahezu alle Teenager-Darsteller wirklich nicht gut finde. Also das rangiert von, ja, geht so bis hin zu, hui, den Take machen wir aber lieber nochmal, und dann haben sie den Take aber leider nicht nochmal gemacht. Gerade Aang, also unsere Hauptfigur, funktioniert leider überhaupt nicht. Emotionale Momente verlaufen häufig ins Nichts, und so bin ich gegen so eine Serie angelaufen, bei der ich das Gefühl hatte, das Tempo, das Timing funktioniert irgendwie nicht, die Stakes sind nicht da, ich verstehe zwar, was die Welt von mir will, aber ich habe hierüber gelesen, dass sie schon viel weggelassen haben. Das, was jetzt noch da ist, in der Serie, ist wohl das Interessanteste. Und wenn die ersten 4 Folgen maßgebend für das sind, was dann noch kommt, möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr gucken. Es gibt bisher 8 Folgen auf Netflix. Ich habe aber nach der 4. irgendwann aufgegeben, weil mich das gar nicht interessiert hat. Avatar Herr der Elemente sieht leider auch ganz häufig nicht gut aus. Ich finde zwar die Hintergrundelemente häufig gut designt, aber dadurch, dass hier wieder viel vor dem Volume, also diesen LED-Wänden geactet wird, gibt es immer wieder diese flachen Bilder, die mich einfach rausreißen aus der Illusion. Und auch die Kostüme sehen mir viel zu glatt aus und fast ein bisschen billig, sodass ich merkte, das hier ist leider sehr viel schlechter als One Piece. Ich entschuldige mich, dass ich nicht durchgeguckt habe, aber ne, wenn ihr Fan seid, dann schaut mal rein, und alle anderen, die die Serie nicht kennen, euch kann ich nur sagen, ich glaube, zu neuen Fans werdet ihr mit dieser Serie nicht, aber auch da, ihr könnt es gerne mal probieren. Das ist ein junger Mann. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Das ist wirklich weird, Lisa. Oh mein Gott! Es hat geklappt! Dieser Film ist so blutleer wie der Zombie-Hauptdarsteller. Ein tragisches Desaster. Ja, das sind unter anderem Kritiken, die ich zu Lisa Frankenstein im Vorfeld gelesen habe und dachte schon, hui, hier werde ich wahrscheinlich wieder ordentlich zugetrasht. Und dann im Film merkte ich aber deutlich, ja, ich verstehe zwar, was die Kritiker hier zu bemängeln haben, aber so richtig mitgehen kann ich da nicht, weil ich konnte mich ganz gut fallen lassen. Das hier ist kein Meisterwerk, aber Lisa Frankenstein hat irgendwas. Vielleicht liegt es daran, dass ich alte Horrorfilme mag, alte Monstergeschichten, denn hier geht es um eine Frau, die verliebt sich in einen Toten, der aus seinem Grab heraussteigt, und dann gehen sie gemeinsam auf die Suche nach neuen Körperteilen. Wie sie wohl an die herankommen werden, das erfahren wir in Lisa Frankenstein. Und für diejenigen, die so Filme wie Warm Bodies schon gesehen haben, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, in dem es darum ging, dass sich eine Frau in einen Zombie verliebt hat, die wissen sehr genau, was hier auf sie zukommt. Das hier hat ganz, ganz viele Anleihen von sehr, sehr vielen Filmen. Tim Burtons Edward mit den Scherenhänden ist hier mit drin. Lisa, der helle Wahnsinn, wenn das noch jemand kennt, aus den 80ern ist wieder zu erkennen, aber auch die alten Klassiker aus den 30er Jahren, also Filme wie Frankensteins Monster oder Frankensteins Braut, werden hier sehr konkret referenziert, und man erkennt es auch immer wieder im Schauspiel. Gerade Catherine Newton, die für mich hier das absolute Highlight in diesem Film ist, die fängt in der zweiten Hälfte an, herrlich zu overacten und ein bisschen so zu spielen, wie das eben damals in diesen 30er Jahre Klassikern noch gang und gäbe ist. Ihr hilft aber auch, dass das Drehbuch von Diablo Cody, das ist richtig frech auch zum Teil, es ist hier kein Humor, bei dem man laut lachen wird, aber ich musste immer laut schmunzeln, weil ich dachte, oh, das ist ein cleverer Gag, den mag ich sehr gern, oder diese Figur hat mir sehr gut gefallen, die Darsteller sind insgesamt ziemlich gut. Leider, 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 und da kommen wir zum Aber, und da muss ich sagen, kann ich dann eben auch den Kritiken der meisten anderen beipflichten, weiß dieser Film nicht so wirklich, was er sein möchte. Würde der sich einmal so richtig entscheiden oder committen, entweder auf die absurde Schiene zu gehen oder nur Horror zu bieten oder die Romanze richtig auszuarbeiten, dann wäre das hier ein sehr viel besserer Film. Da ist noch genügend Charme drin, und es gibt immer wieder Ansätze, wo ich dachte, ah ja, jetzt noch ein bisschen böser oder jetzt gerne ein bisschen emotionaler oder dieses Teenie-Drama könnt ihr gerne auch ausspielen, aber nichts davon passiert. Es fühlte sich an, wie zu so einem Buffet zu kommen, wo ganz viele leckere Speisen sind, und dann, wenn man zugreifen möchte, wird abgeräumt und dann ist die Nummer zu Ende. Und so ist es leider bei Lisa Frankenstein. Ich gebe trotzdem noch 3 Sterne, weil ich das Design ziemlich cool fand, auch wenn es an vielen Stellen ein bisschen zusammengemopst gewesen ist. Auch die Hauptfigur sieht eigentlich aus wie Madonna in ihrer 80er-Jahre-Phase. Aber hey, ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit der Figur. Ich bin ab sofort Team Catherine Newton und möchte sehr, sehr gerne mehr von ihr sehen. Und wenn ihr auch Teil des Teams werden möchtet, dann geht jetzt ins Kino. Astronauten durchleben Dinge, die sie nicht verstehen. Dann fangen die Menschen an zu versagen. Als ich dort oben war, war meine einzige Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen.
Du fehlst mir auch, Mama. Sei vorsichtig da draußen. Mami, wer war das? Das waren wir beide, kurz vor der Kollision. Ich habe noch eine Serie geguckt diese Woche und zu der möchte ich nur ganz kurz was sagen, weil es gibt erst 3 Folgen von Constellation. Auf Apple TV Plus ist diese Serie diese Woche gestartet mit Noomi Rapace in der Hauptrolle. Die spielt eine Commanderin der ISS-Weltraumstation, auf der eine Katastrophe passiert, weshalb sie evakuiert werden muss. Nur sie bleibt zurück. Und im Verlauf der Geschichte der ersten 3 Folgen passiert sehr, sehr viel mehr. Man sieht sie auf der Erde. Man sieht sie, wie sie mit ihrer Tochter redet, die aber scheinbar gar nicht ihre Tochter zu sein scheint. Dann ist sie wieder auf der ISS und sie wird geplagt von Halluzinationen. Dann ist da aber auch noch ein wissenschaftliches Experiment, was womöglich schiefgelaufen sein könnte oder, und das ist vielleicht sogar noch viel schlimmer, es hat funktioniert. Und all das kommt hier zusammen in einer Geschichte, die sich stark von Theorien der Quantenphysik hat inspirieren lassen. Und ihr hört es damit schon raus, das hier ist eine dieser klassischen Mystery-Serien, wie Lost es früher mal gewesen ist oder auf Apple TV gab es letztes Jahr Severance, also wo man selbst jetzt in der dritten Folge noch da sitzt und denkt, wo wollen die eigentlich hin? Und werden diese Fragen jemals irgendwann aufgelöst? Das ist ja meistens das größte Problem an diesen Serien, dass sie diese Fragen irgendwann fallen lassen oder nicht befriedigend beantworten. Und ich kann hier nur die Daumen drücken. Möchte euch aber empfehlen, schaut euch mal Constellation an. Ab jetzt kommt jede Woche eine neue Folge, 8 gibt es insgesamt. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich stehe auf Science Fiction und Mystery und deswegen hatte mich die sofort. Aber jetzt muss sie dann auch in den letzten Folgen delivern. Vielleicht date ich euch in den nächsten Folgen nochmal ab. Ganz am Ende habe ich für euch noch einen Filmtipp, den kann ich eigentlich kaum als Filmtipp bezeichnen, denn in Zone of Interest, einem Film, der jetzt gerade bei den Oscars auch hoch gehandelt wird, als Favorit für den besten Film und letztes Jahr, ich glaube, in Cannes ausgezeichnet wurde mit dem großen Preis, ist einer von dieser Sorte Film, da ist etwas passiert, das habe ich so, glaube ich, noch nie im Kino gehabt, nämlich eine physische Reaktion. Mir wurde übel bei diesem Film und das nicht, weil hier Dinge auf der Leinwand zu sehen wären, die euch besonders schockieren würden, sondern gerade, weil sie nicht zu sehen sind. Hier geht es nämlich um Rudolf Höss, eine reale Person, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges als Oberaufseher im KZ Auschwitz gearbeitet hat. Und der lebt mit seiner Familie in einem idyllischen Häuschen direkt an den Mauern dieses Konzentrationslagers. Und das führt zu einer Tonbildschere, wie ich sie noch nie im Kino erlebt habe. Im Vordergrund sieht man immer wieder kleine Kinder, die spielen bei sonnendurchfluteten Bildern in einem idyllischen Garten. Und im Hintergrund hört man die Todesschreie derjenigen, die in Auschwitz gerade hingerichtet werden. Und das hat mir echt einen Schauer über den Rücken gejagt, der jetzt gerade, ich merke, er kommt gerade auch wieder. Das ist ein Film, der so sehr unter die Haut geht, der aber auch so clever konstruiert ist, weil er etwas sehr, sehr Interessantes mit uns macht. Er macht uns nicht zu diesen typischen Voyeuren, die immer aus so einer sicheren Distanz heraus durch die Linse von Steven Spielberg sich die Gräuel des Krieges durch so eine weichgespülte Hollywood-Dramaturgie angucken und dadurch nie so richtig in Gefahr geraten. Passiert das Grauen hier in eurem Kopf? Und da kann, ehrlich gesagt, sehr viel mehr passieren. Und es ist mir so gegangen. Ich habe die ganze Zeit schlimmste Bilder im Kopf gehabt, weil das Tondesign einen regelrecht dazu zwingt. Die Darstellerleistungen sind brillant, die Kameraeinstellungen sind brillant. Das hier ist wirklich ein Film, der so wichtig ist und der so gut ist, dass ich euch nur sagen kann, den dürft ihr auf keinen Fall verpassen, ist neben Poor Things für mich der Beste, der dieses Jahr startet für euch. Ich gebe 5 Sterne für einen wirklichen Schlag in die Magengrube. The Zone of Interest ist ein wichtiger Film, ein starker Film, der wird euch mitnehmen und deswegen seid darauf vorbereitet, aber dann bekommt ihr was sehr, sehr Gutes. So, das soll es gewesen sein mit dieser sehr, sehr langen Folge von Just Watch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch. Nächste Woche sehen wir uns mit Dune. Und vielen anderen Sachen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.